Wir machen eine Übung zu linearen Funktionen und zwar, es gibt hier in Wismar eine sogenannte Krämerstraße, die steigt relativ gemütlich an und überall, weil die ja so ansteigt, da kann man keine Stühle und Tische hinstellen, überall haben die solche Terrässchen gemacht, damit man eben auch mal gemütlich in der Sonne sitzen kann und so weiter. Und unten am Fuße der Krämerstraße ist ein Gebäude, da ist so ein goldener Löwe und ein Torbogen und der Torbogen ist 2,50 Meter hoch. Nehmen wir jetzt mal glatterweise an, ich glaube 2,51 Meter oder ist egal. Und diese Terrässchen, die haben immer ganz lange Steine, 1 Meter Steine. Und da habe ich zufällig eine Terrasse mir angeguckt, die ist 15 cm hoch. Und dann habe ich hier 3 Meter und dann irgendwann ist vorbei. Dann verschwindet die sozusagen in der Straße, diese Terrasse. Also da geht es ja natürlich nicht weiter. Das heißt also, ich habe hier sowas Spezielles. Und jetzt war unsere Idee, wenn ich hier rüber peile über so eine Terrasse, das sind viele gleiche Terrassen mit 3 Meter Länge, wenn ich hier rüber peile, das soll ich sein hier, dann kann ich genau von über dieser Terrasse rüber gepeilt hier oben auf den Torbogen gucken. Und jetzt ist die Frage, das ganze Gepeile hier, das mache ich jetzt mal hier hinten. Ich nehme das mal weg. Wir wollen wissen, wie weit war ich in diesem Fall hier entfernt von, bis hierher, wie weit war ich entfernt von diesem Haus. Gesucht ist S, klein s, die Strecke. Und jetzt war die Idee zu gucken, wie kann man das mit linearen Funktionen verknüpfen. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich sag mal, aha, hier habe ich was, das sieht aus wie ein Dreieck. Und wie war das doch? Beim Steigungsdreieck haben wir gesagt, ich gehe etwas nach rechts und gewinne oder verliere dann Höhe. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich das mal anders mache, ich könnte auch sagen, ich gehe von hier nach rechts und gewinne an Höhe. Die beiden Dreiecke, die sind absolut, also spiegelverkehrt und nochmal gedreht, das macht aber nichts. Sie haben alle die gleichen Winkel. Hier ergänzen sich die Winkel, das sind Stufenwinkel, wie man sieht, ne? Oder Wechselwinkel. Wechsel, guck mal hier. Von hier wechselt es nach da. Stufenwinkel wären immer die gleich. Hier, das und das wären Stufenwinkel, die beiden. Aber hier in diesem Fall habe ich Wechselwinkel, also kann ich davon ausgehen, pardon, dass das hier gleiche Dreiecke sind. Mit anderen Worten, ich kann auch hier ran schreiben, 3 Meter. Und hier schreibe ich jetzt nicht 15 cm ran, sondern lieber 0,15 Meter. Das geht besser. Wenn ich nämlich mit Steigungsdreiecken arbeiten möchte, dann brauche ich aber wirklich die gleichen Größen dazu. Und das Ganze, damit mein Koordinatensystem nicht explodiert, das machen wir mal jetzt koordinatenmäßig und sagen, oh nee, wir machen es lieber so. Nee, wir machen es doch noch besser. Ach, das ist immer Freihand, ein bisschen schlecht. So, wir sagen einfach, wir nehmen den Graphen der Krämerstraße, den legen wir hier einfach mal rein. Und jetzt sagen wir, okay, von hier bis hier, denn hier oben diese Strecke, die interessiert uns ja, ich zeige nochmal, hier, diese Strecke hier oben, die waagerechte Strecke, die interessiert uns, von hier bis hier, das sehe ich hier unten auch, das ist S lang, ne? Ich habe diese Strecke lediglich verschoben. Und wenn ich jetzt hier mit S arbeite, dann also sage ich, okay, das ist jetzt nicht X, sondern S und das ist H, alles in Metern angegeben, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Dann sage ich, gut, okay, S, ja, S, das weiß ich noch nicht. Aber, ach ja, hier war ja noch was. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt sage ich, okay, eins weiß ich auf jeden Fall. Hier mein Steigungsdreieck, das liegt hier irgendwo klein drin. Macht ja nichts. Ich habe hier die Zahl, wenn alles in Metern angegeben ist, 3 genau. Hier liegt mein Steigungsdreieck so drin. Ich habe hier die Zahl 3. Und was habe ich denn für einen H-Wert dafür? 0,15. Ist ja alles in Metern angegeben. Und ich habe die Strecke S. Und was habe ich für einen H-Wert für S? Gucken wir nochmal. Nochmal zur Ähnlichkeit von Dreiecken, wenn ich hier einfach weitergehe und ich sage die Strecke S, hier habe ich es in hellblau nochmal dargestellt, dann ist S das hier, hier ist S nochmal. Die Strecke ist mir Schnuppe, aber die 2,50 Meter, die liegen da. Also muss hier 2,5 Meter stehen.
Das ist diese bewusste Höhe, die ich schon weiß. Darunter ist der Löwe. Hier die 2,50 Meter. Da habe ich nämlich hingepeilt. Ich habe über den Löwen drüber gepeilt. Der ist aus Gold. Naja, soll so sein. So, da habe ich da drüber gepeilt. Also muss die zugehörige Höhe 2,50 Meter sein. Natürlich weiß ich nicht, wie ich mein Koordinatensystem malen soll. Und diese Strecke wird höchstwahrscheinlich ganz schön lang werden. Diese Strecke S. Und wie soll ich denn das alles richtig einmalen? Aber ich kann erstmal grundsätzlich ein paar Dinge reinschmieren, ohne dass ich schon auf genaue Maßhaltigkeit achte. Nebenbei, 0,15 Meter bei 3 Metern. Versuchen wir das mal mit 30 Zentimeter. Das geht gar nicht hier. Nehmen wir mal eine andere. Das müsste so ein flach ansteigende, ach, noch flacher ansteigende Straße sein. Und das kriege ich mit einem Koordinatensystem so nicht hin. Also muss ich hier ein bisschen rumschwindeln. Muss ich hier zum Beispiel eine ganz andere Strecke nehmen? Muss ich das einfach deutlicher machen? So, und jetzt müsste es eigentlich klar sein. Wie kommt man hier ran? Jetzt brauche ich eine Funktionsgleichung. Die müssen wir dafür aufstellen und dann kriegen wir auch S raus. Beziehungsweise, ja, S kriegen wir raus. Wir schreiben hier nicht f von x, sondern die Höhe ist abhängig von S. Je weiter ich die Straße hochgehe, beziehungsweise je weiter ich gehe, umso höher steige ich. Das sieht man auch, wenn man hier oben am Ende der Krämerstraße ist, guckt man auf das Haus auf einen viel höheren Punkt. Aber uns interessiert diese Strecke, also wir schreiben, das hat eine Schülerin schon gesagt, nicht f von x, sondern h ist abhängig von s. Je weiter, je größer s wird, umso größer wird h. Und wie schreiben wir dieses Steigungsdreieck rein? Und dann Bruchstrich gehört immer das, was nach rechts geht. Also, jetzt kommt das Steigungsdreieck. Wir gehen 3 Meter nach rechts und klettern um 0,15 Meter. Und jetzt dahinter kommt wieder ganz normal mal S. Plus 0, weil wir hier beim Nullpunkt anfangen. Also das können wir uns schenken hier. Das plus 0, das radiere ich gleich wieder weg. Das ist schade drum, das müssen wir nicht hinschreiben. Wir können aber nebenbei die Meter schon mal rauskürzen. Hier in diesem Fall geht das sehr gut. Und wir können mal alles durch 3 kürzen. Ne? 3 durch 3 ist 1. Und 0,15 durch 3 ist 0,05. Jetzt sauber abgeschrieben, h von s ist 0,05 mal s. Das ist übrigens ein 1/20. Also ein ganz flacher Anstieg. So, und wie rechnen wir jetzt damit? Wir wollen ja s haben. Gedankenstütze, wir haben hier einen Punkt, sozusagen eine Art Koordinate. Die legen wir mal fest. Weil wir es noch nicht wissen, schreiben wir, das ist S und 2,5. Wir wollen aber S ermitteln. Ich würde mal mit der Gleichung arbeiten und mit dem Punkt arbeiten und mal gucken. So, dann haben wir gesagt, naja, dann setzen wir eben die Koordinaten des Punktes ein, einfach hier. Wir wissen, 2,5 ist der H-Wert, also 2,5, H von S, wissen wir, ist gleich 0,05 mal S. Und dann stellen wir um, durch 0,05 teilen und der Rest ist ja nur schon fast Routine. 2,5 durch 0,05 ist gleich S. Wir freuen uns. Denn wenn ich jetzt mit 100 erweitere, kann ich das Komma auch gleich dahin schieben. Und hier muss ich eine 0 ranbammeln, hier kann ich das Komma wegstreichen. Also 2,5 mal 100 ist 250 und 0,05 mal 100 ist 5. So, 250 durch 5, das sind nun mal 50 Meter ist gleich S. Damit hätten wir es auf einen Schlag. Wenn wir hier das Meter mitgeschleppt hätten, dann würde es sogar ganz korrekterweise dastehen. Und sollte man eigentlich immer machen. Machen wir auch. 50 Meter bin ich entfernt. Können wir wieder bei gutem Wetter machen. Werden wir alles wieder ausbaldobern. Gehen wir nochmal zurück. Wie hat die Aufgabe funktioniert? Ich mache mir eine allgemeine Skizze, schreibe mir das auf und male mir das auf, was ich draußen gesehen habe. Obwohl man es nicht immer gleich sieht. Ich habe hier ein kleines Steigungsdreieck. Das passt nämlich, Gesundheit, das passt nämlich genau zur Straße. Und alle Winkel und alle Dreiecke und alles ist gleich, demzufolge ähnlich. Meine ich, ähnlich, nicht gleich. Dann kann ich auch sagen, gut, dann modellieren wir das mal. Dann machen wir hier einen Anstieg der Krämerstraße. Und wir wissen nicht so richtig, mit den S umzugehen. 50 und 3, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein riesenlanges Gerät wäre von Koordinatensystem. Schreibe meinen Kram ran und sage, okay, dann nehme ich einfach mal hier eine 3, hier weiß ich noch nicht. Und hier, damit es besser veranschaulicht ist, 0,05 ist der Anstieg, das wäre furchtbar, das wäre ganz, also
20 Zentimeter und 1 Zentimeter Anstieg. Das stimmt nochmal gar nicht hier, was ich hier mache. Das ist ganz flach. Das würde hier gar nicht richtig auffallen. Das mache ich also so nicht, sondern sage, na und? Dann ziehe ich hier meine Meter auseinander, mal mein Steigungsdreieck ein und schreibe die Werte ran. Ich habe ja hier keine Kreuzungspunkte zu schätzen, nichts. Aber ich weiß, dieser Punkt, der hat die Koordinaten. S, weil ich noch nicht weiß, aber 2,5 weiß ich. Und dann ist der Rest wieder leicht. Dann entsprechend die Formel aufstellen, einsetzen, ausrechnen, freu. Folgendes, jetzt werde ich hier vielleicht ein alter Düsenjäger, aber wir nehmen mal an, ihr kommt aus dem Urlaub, ihr guckt oben auf den Monitor und auf dem Monitor steht, es ist noch 150 Kilometer bis nach Hause, aber die Stewardess sagt schon, Achtung, liebe Fahrgäste, das war der Steward, liebe Fluggäste, wir verlassen jetzt die Reiseflughöhe und schneiden Sie sich bitte an, verlassen Sie nicht mehr Ihren Sitzplatz. So, jetzt guckt ihr euch diesen ganzen Vorgang an und sagt, 150 Kilometer ist der Kerl gestartet und ihr passt ein bisschen auf, guckt ein bisschen raus und tatsächlich, der gibt kein Gas mehr, er lässt das Flugzeug gleiten. Gleiten und ganz kurz vor dem Flughafen nimmt das Gas komplett raus, setzt die Karre hin, der hat überhaupt kein Gas gegeben. Das heißt, das Flugzeug fliegt praktisch wie von alleine bis zum Flughafen. Und das mal bitte in ein Koordinatensystem, denn die Frage ist, wie ist der Anstieg? Wie dolle ging das? Diesen Sachverhalt in Koordinatensystem. So, das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Jetzt mache ich mal mein Achsenkreuz rot. Ich male das einfach mal hier ein. Ich sage, okay, das sind 10.000 Meter. Hier ist mein Erdboden. Irgendwann wird der Kerl hier unten landen wollen. Und ich schreibe hier ran an, ne, das ist mein Koordinatensystem. Ich schreibe hier ran 10 Kilometer, das ist die Höhe und das ist wieder mal die Strecke. Die Strecke nehmen wir natürlich auch in Kilometern. Dann schreibe ich hier ran die Zahl 150. So weit bin ich nämlich entfernt. Jetzt habe ich wieder ein Steigungsdreieck. Das ist sehr groß in diesem Fall, denn ich habe noch nichts Kleineres parat. Hier, das ganze Gerät ist mein Steigungsdreieck, das ganze Ding. Hier. Und hier, das ist alles voll. Voller Dreieck. Und jetzt sehen wir auch, wie muss ich die Steigung angeben? Erstmal, wie stellen wir die Formel auf? H von S, ne? Ja? Ja. Hier wieder zufälligerweise H von S ist gleich und jetzt das Steigungsdreieck. Jetzt machen wir das Große rein, ist doch egal. Kann man ja kürzen später. Wie schreiben wir es rein? Richtig. Wie viel gehen wir nach rechts? 150 Kilometer. Und wie viel sind wir runtergefallen? Also minus 10 Kilometer. Und das Ganze mal S und dann haben wir es. Aber, jetzt kommt was. Wir kommen aus welcher Höhe? Plus 10 Kilometer. Ne? Das ist die ausführliche Formel. Jetzt erweitern wir mal diese Aufgabe. Also wir können das hier noch kürzen. Okay, hier, wir können die 0 wegstreichen. Ein 15. So, jetzt erweitern wir mal diese Aufgabe. Und wir fragen uns, an diesem Punkt hier, wenn wir noch 20 Kilometer vor dem Ziel sind, noch 20 Kilometer, dann müsste ich was für eine Zahl ranschreiben? Wenn wir noch 20 Kilometer von dem Ziel, vor dem Ziel sind. Das sind 20 Kilometer hier. Was muss ich ran? 130, ne? Genau. Wie hoch sind wir, hier die Höhe, wie hoch sind wir, wenn wir 20 Kilometer vor dem Ziel sind? Bastelt das mal entsprechend ein. So, das heißt, wenn wir uns diesen Punkt hier ausgesucht haben, nehmen wir mal an, hier will uns einer, der wohnt in der Einflugschneise und der sagt, ich bin 20 Kilometer vom Flugplatz weg. Wie hoch seid ihr dann, wenn ihr nach Hause kommt mit eurem Urlaubsflieger? Sagen wir, warte mal, das rechnen wir aus. Genau an diesem Punkt sind wir beim Punkt 130, bezogen auf diese Funktion. Und wir wissen die Höhe noch nicht, also schreiben wir P ist 130 h. Und jetzt wissen wir, wie wir mit diesen beiden Werten hier umzugehen haben. Wir müssen nämlich einsetzen und dann legen wir los. Einsetzen in diese Formel hier. So, jetzt kriegen wir raus 1,3 Periode 3 Kilometer. Oma, wir sind 1,3 Periode 3 Kilometer hoch. Dann sagt ihr, kannst du das nicht ein bisschen schöner sagen? Dann sagt ihr, nein, also Oma, für die Praxis, unsere Höhe beträgt 1333 Meter. Auf den Rest verzichten wir dann mal, ne? Ausreichend genau.
Okay, sagt Oma, dann sehe ich euch ja. Naja, gut. Noch Fragen dazu? So, also zusammengefasst heißt das, egal was in der Praxis passiert, wenn ich solche Zusammenhänge erkenne und irgendwo Steigungsdreiecke finde, wenn ich die finde, dann kann ich auch, wie auch immer, ein Koordinatensystem nehmen, mir das irgendwo reinbasteln, eine Skizze machen, eine Funktion aufstellen, dann kann ich jeden Blödsinn ausrechnen. Ich mache das Video an der Stelle mal dicht.